Bei der Sanierung von älteren Gebäuden muss nicht immer die ganze Packung von kompletter Dämmung angewendet werden. Ich bin mit dem Energiearchitekten Holger Laudley unterwegs. Der Ingenieur wendet im Umgang mit Immobilien eine kluge Mischung aus Sanierung und moderner Energieerzeugung an. Wir kommen gerade von der Besichtigung einiger Neubauten. Also es leuchtet mir alles ein, was Sie mir gezeigt haben, aber das sind halt neue Häuser, die ich auf dem Reißbrett ideal planen kann. Wir haben ja aber hauptsächlich es mit einem älteren Bestand an Häusern zu tun. Richtig, und das ist auch das große Problem, diesen Bestand so umzubauen, dass er letztendlich auch zum Aktivhaus wird. Und deswegen denke ich, sollten wir mal zu so einem Kunden hinfahren. Ja, wo ich Ihnen mal zeigen kann, wie man ein Haus aus den 70er Jahren auch aktiv umgestalten kann. Natürlich werden Sie da eins nicht schaffen. Sie werden niemals diese Energieverbräuche hinkriegen wie beim Neubau. Aber Sie können auf jeden Fall sehr, sehr große Teile der Energie einsparen durch geschickten Einsatz von Technologie. Ich bin ja kein Techniker. Stimmt. Danke. Vieles von dem, was ich sehe, kann ich nur so aus dem Bauch heraus beurteilen. Und mein Bauch sagt mir, dass das, was man immer so erzählt, Dämmen, zumachen, neue Fenster, neue Türen, dass das einfach riesig aufwendig ist. Und ich habe so das innere Gefühl, mein Bauch sagt mir, lass uns lieber die energieeffizienten Technologien nehmen und so viel erneuerbare Energie zu produzieren, dass es ausreicht. Da sprechen Sie mir ja aus der Seele. Genau das ist ja das, was wir machen. Wenn wir an Altbauten rangehen, machen wir genau das. Wir schauen uns das Gebäude so genau an, wo können wir ein bisschen Dämmung machen. Zum Beispiel zu dem Haus, wo wir jetzt fahren, da wird Folgendes gemacht, da wird die Kellerdecke nur gedämmt. Das ist das Einzige, was dort notwendig ist. Mhm. An dem alten Klinkerbau aus den 70er Jahren können Sie auch nicht mehr machen. Mehr ist gar nicht machbar. So, und dann setzen wir, und das haben Sie genau richtig ausgedrückt eben, dann setzen wir Technologie ein, weil eins ist nun mal klar, Wind und Sonne sind umsonst und die Sonne ist nun mal das Mittel der ersten Wahl, wenn es um Energieerzeugung geht. Und jetzt werden Sie gleich ein Haus sehen, was nahezu autark im Strombereich funktioniert. Wir haben noch einen letzten Restgasverbrauch, den wir auf jeden Fall noch brauchen. So, und so sind wir in der Lage heute, ein Haus, was 40 Jahre alt ist, nahezu autark zu betreiben. Wir besuchen Timo Bölkes im niedersächsischen Schwanewede. Das 320 Quadratmeter Haus wurde früher mit Öl beheizt. Aufgrund seiner Klinkerbauweise verfügt das Haus über eine recht ordentliche Isolierung. Im ersten Schritt erfolgte eine Dämmung der Kellerdecke mit Styrodur. Dann begann die energetische Umrüstung und zuerst kam eine Photovoltaikanlage auf das Dach. Denn als neue Technologien sollte eine Kombination aus Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung, Brauchwasser-Wärmepumpe und Stromspeicher zum Einsatz kommen. Das Ziel? Vom Energiekonsumenten wollte man hier zum Prosumenten kommen. Das heißt, die Energie selber erzeugen und verbrauchen. So, jetzt kommt wieder mein ewiges Los, der Marsch in den Keller. Ja, Sie müssen jetzt einmal mit mir... Wieder muss ich in den Keller. Ja, nicht mehr auf. Da gehören Sie eigentlich auch hin. Kellerkind. Ja. Was heißt, da gehöre ich hin? Ja. Schneiden Sie raus aus dem Keller. Ich möchte drum bitten. Ist nicht mehr so, wir haben hier erstens die Brauchwasserwärmepumpe. Sie dient im Sommer hauptsächlich dazu, das Brauchwasser zu erwärmen, wird gespeist von der Photovoltaikanlage auf dem Dach oder aus dem Speichergerät. Wir haben hier zweitens das Remea-Gerät mit angehängtem Blockheizkraftwerk. Das Remea-Gerät dient dazu, das Haus mit dem Spitzenlastkessel zu versorgen. Gleichzeitig ist das Blockheizkraftwerk dazu da, die überschüssige Energie dazu zu verwenden, A, den Speicher aufzuladen und das Haus elektrisch zu versorgen. Und es dient dazu, dass wir hiermit im Winter das Brauchwasser machen. Und wir haben drittens den Pufferspeicher, der dazu dient, dass wir damit die gesamte Heizenergie im Haus verteilen und zwischenspeichern können. Dieses Konzept ist nach den Berechnungen von Holger Laudley die günstigste Alternative zur technischen Komplettsanierung des Hauses. Den Wärmebedarf von rund 35.000 Kilowattstunden pro Jahr kann Timo Bölkes durch die Brennwerttechnologie senken und bei den Gaskosten rund 30% sparen. Die Photovoltaikanlage deckt den Strombedarf von 3.800 Kilowattstunden locker ab. Viertens, das intelligente Hauskraftwerk. Hier werden alle Energieströme zentral verwaltet. Das heißt, hier haben wir einmal das Blockheizkraftwerk, was komplett im Gerät zwischengespeichert werden kann oder überschüssiger Strom eingespeist wird. Wir haben einmal die Photovoltaikanlage, die komplett in das Gerät hineinarbeitet und dafür sorgt, dass die Speicher gefüllt werden und auch, dass das Haus entsprechend versorgt wird. Und als ganz entscheidender Schritt, ja, haben wir hier eine Möglichkeit gefunden, dass wir auch
über das Gerät eine sogenannte Wallbox versorgen, die das Auto lädt. Das heißt also, es wird immer nach dem Plan verfolgt. Erstens, wir machen die Hausversorgung. Zweitens, wir laden den Akku. Und drittens, wir versorgen die Wallbox, sodass wir das Auto laden können. Und erst dann wird Strom ins Netz eingespeist. Herr Böcke, was Herr Laudler uns jetzt gerade erläutert hat, das ist ja technisch sehr komplex. Ja. Wann war eigentlich für Sie der Punkt, wo Sie für sich verstanden haben, das technisch verstanden haben und gesagt haben, das funktioniert? Das hat eigentlich schon bis zum Einbau und wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzt, gedauert. Man muss sich halt dann auch, wenn man so eine Anlage hat, damit anfangen zu beschäftigen. Also der Entschluss war auf Papier sehr schnell da, aber um das technisch alles dann zu verstehen, muss man halt auch es einfach leben. Also das muss man schon sehen. Wo war denn bei Ihrem Entscheidungsprozess der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, der Groschen ist gefallen, jetzt mache ich es. Was hat Sie denn dann überzeugt, beziehungsweise wo war der Moment? Der Moment war da eigentlich dort, wo wir gesehen haben auf dem Papier, was ist die Investition und dann zu sehen, welche Zahlen dann unten eigentlich rauskommen. Ja, also dass ich wirklich ziemlich schnell hier in relativ kurzer Zeit eine Rieseninvestition betreibe, aber auch gleich daraus im Grunde sagen muss, es trägt sich von alleine und das genau das, was ich sonst an Energie bezahlen würde, spare ich eigentlich und finanziere damit die Anlage, die sich dann ziemlich schnell amortisiert und ja, nach 10 Jahren ich eigentlich damit Geld verdiene. Es gibt ja jetzt einen Technologiemix, Blockheizkraftwerk, Hauskraftwerk. Nicht alle wissen, was ein Hauskraftwerk ist, das ein Stromspeicher. Wie haben Sie sich denn da inhaltlich mit beschäftigt? Gelesen, sehr viel mit Herrn Laudler darüber unterhalten. Und mich selber noch informiert im Internet und einfach erstmal Informationen angeholt, damit man erstmal alle Teile, die hier verbaut sind, erstmal für sich versteht. Und wie gesagt, man muss dann eigentlich sich damit auseinandersetzen, wenn man so ein Konzept hat, wie funktioniert was. Was hier ganz wichtig ist, ist die kompetente Beratung des Kunden. Wenn man das nicht macht, ja, dann wird der Kunde es auch nicht verstehen. Und daran hakt das Ganze im Moment, weil, wie Sie das eben geschildert haben, es ist sehr vielschichtig geworden. So, und es gibt im Moment leider noch nicht viele Handwerker, die das entsprechend beraten können. Hm. Wie lange hat es gedauert von dem ersten Kontakt, bis Sie dann gesagt haben, okay, jetzt mache ich das? Danke, Herr Laudelei, eigentlich innerhalb von 2-3 Wochen war der Entschluss da. Und wie lange hat es dann bis zur Realisierung gedauert? Da haben wir dann noch mit Genehmigungsverfahren einem nochmal 8 bis 10 Wochen, denke ich, gebraucht. 8 bis 10 Wochen ungefähr war das, ja. Dann war das eingebaut. Mhm. Ja. Okay, das ist eigentlich relativ schnell. Ja. Und der große Benefit neben dem finanziellen für Sie ist, der ganze Dreck, der ja bei solchen Bauarbeiten entsteht, fällt weg. Es ist ja ein Stück Lebensqualität. Auf jeden Fall. Und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, man macht es ja nicht nur, um Energie zu sparen, sondern ja auch in die Zukunft zu investieren und einfach auch mal einfach CO2-neutral zu leben. Wir dürfen hier nicht vergessen, Herr Böckes fährt auch ein Elektroauto. Ja, er holt den Strom direkt vom Dach. Ja, er fährt umsonst zu seiner Arbeitsstelle. Ja, er bewegt sich umsonst, er nimmt quasi nicht mehr am Energiehaushalt dieser Welt richtig teil. Das ist ein richtiger Vorteil, den man davon schöpft. Genau für solche Konzepte braucht es die Energiearchitekten. Alles wird zusammen gedacht, konzipiert und koordiniert realisiert. Für Strom, Wärme, Mobilität. Das alles ist heute machbar, ökologisch und ökonomisch überzeugend. Die Zukunft, so sind die Energiearchitekten überzeugt, ist elektrisch mit selbstproduzierter Energie. Aber informieren Sie sich selber auf www.meine-energiearchitekten.de.